Erinnern Sie sich noch an die heiß diskutierte Energiepreispauschale? Rentner sollten nicht bedacht werden. Es wurde für Rentner nachgebessert und auch sie erhielten 300 Euro. Ein Wermutstropfen blieb, denn die 300 Euro waren steuerpflichtig. Dadurch rutschen einige Rentner in die Steuerpflicht. Ist diese Steuerpflicht für die Energiepreispauschale wirklich rechtens? Erfahren Sie im Video, ob die Steuerpflicht der Energiepreispauschale gerechtfertigt ist. Ich bin Jutta Martin und ich berichte über Aktuelles hauptsächlich zum Thema Rente und Steuern. Deshalb lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Sichern Sie sich auch schon mal einen kostenlosen Report unter diesem Video. Und schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an. Von Anfang an wollte der Gesetzgeber, dass die Energiepreispauschale besteuert wird. Es betrifft das Steuerjahr 2022. Bei Arbeitnehmern und Pensionären erfolgte die Besteuerung im Rahmen der Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Bei Selbstständigen und Rentnern wurde die Energiepreispauschale zu den sonstigen Einkünften gezählt. Professor Hans-Joachim Kanzler, Steuerberater, Rechtsanwalt und früherer Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof, ist der Meinung, dass die Energiepreispauschale nur eine Subvention war. Sie könne auch keiner Einkunftsart zugeordnet werden. Das ist nachvollziehbar, denn Geld bekommt man ja eigentlich immer ja als Gegenleistung für eine Arbeit. Das betrifft auch Selbstständige und Rentner. Die Energiepreispauschale gab es aber ohne jegliche Leistung. Daraus könnte man ableiten, dass die Energiepreispauschale nicht hätte steuerpflichtig sein dürfen. Vielleicht lag auch eine Ausnahmesituation vor, die das Handeln des Gesetzgebers ausnahmsweise erlaubt. Wer wenig verdient, sollte mehr von der Pauschale haben. Wer viel verdient, braucht weniger Unterstützung und sollte entsprechend weniger von der Zahlung behalten dürfen. Das lässt sich am einfachsten über eine Besteuerung mit dem persönlichen Steuersatz regeln. Nun hat das Finanzgericht Münster in einem Urteil entschieden, die im Jahr 2022 an Arbeitnehmer ausgezahlte Energiepreispauschale gehört zu den steuerbaren Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit. Der dies anordnende Paragraph 119 Einkommensteuergesetz ist nicht verfassungswidrig. Urteil Finanzgericht Münster von April 24. Das Gericht hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Das Verfahren betrifft nur den in Münster verhandelten Einzelfall. Sollte das Verfahren aber vor dem Bundesfinanzhof oder sogar vor dem Bundesverfassungsgericht landen, was gut möglich ist, können auch Sie davon profitieren. Legen Sie also Einspruch ein gegen Ihren Steuerbescheid für 2022. Ein Anspruch auf Ruhelassen des eigenen Einspruchs besteht zwar nicht, aber einen Versuch ist es wert. Bundesweit, teilt das Finanzgericht Münster mit, sind zu der Besteuerung der Energiepreispauschale noch tausende Einspruchsverfahren in den Finanzämtern anhängig. Wer die Energiepreispauschale erst über die Steuererklärung erhält, bekommt sie ja in den meisten Fällen steuerfrei. Das geht aus den aktuellen FAQs des Bundesfinanzministeriums hervor. Der Grund: In diesen Fällen greift der sogenannte Härteausgleich, der im § 46 Einkommensteuergesetz geregelt ist. Danach sind Nebeneinkünfte bis 410 Euro im Jahr steuerfrei. Wer also außer der Energiepauschale keine weiteren Nebeneinkünfte hatte, beziehungsweise nicht mehr als 110 Euro, muss auf die Pauschale keine Einkommensteuer bezahlen. Wer sich mit seinem Arbeitgeber über die Auszahlung der Energiepreispauschale streitet, muss dies vor dem Finanzgericht tun. Das hat das Arbeitsgericht Lübeck entschieden und die Sache an das schleswig-holsteinische Finanzgericht verwiesen. Verklagt werden muss das Finanzamt, nicht der Arbeitgeber. Das jedenfalls geht aus einem aktuell veröffentlichten Urteil des Finanzgerichts Münster hervor. Für eine Inanspruchnahme des Arbeitgebers besteht kein Rechtsschutzinteresse, weil er nicht Schuldner der Energiepreispauschale sei.
erklärten die Richter. Mit der Auszahlung dieser Pauschale erfüllten Arbeitgeber keine Lohnansprüche ihrer Arbeitnehmer, sondern fungierten ja quasi als Zahlstelle des Staates. Vielmehr handle es sich bei der Energiepreispauschale um eine Steuervergütung, die gegenüber dem Finanzamt durch Abgabe einer Einkommenssteuererklärung geltend zu machen sei. Finanzgericht Münster, Beschluss von September 23. Eine umfangreiche Liste mit Fragen und Antworten zur Energiepreispauschale für Rentner finden Sie auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung. Schauen Sie sich auch das Video Steuern sparen ohne Papierkram, ohne Belege, aber nicht ohne Plan an.